Das ist aber nur ein Grund, warum wir uns hier versammelt haben. Das ist der Grund, warum wir es jetzt hierher verlegt haben. Das Bundesverfassungsgericht hat schon länger Probleme. Habert ist ja auch schon seit 2019, 20, ich weiß es nicht, mehr als ein, zwei Jahre auf jeden Fall, im Amt. Und auch vorher gab es schon Probleme. Das letzte Problem, das wir auch gesehen hatten, war vor einem Jahr der Klimabeschluss. In diesem wird wieder auf abstrakten, willkürlichen Gefahren mit Unsicherheit argumentiert. Und es wurde ernsthaft festgelegt, dass die aus dem Arsch gezogene Zahl von 55% CO2-Einsparung auf 65% CO2-Einsparung erhöht werden muss. Beide Zahlen sind vollkommen abstrus, willkürlich aus der Luft gegriffen. Und ein Gericht, das sich ernsthaft damit befasst, eine willkürliche Zahl mit einer anderen willkürlichen Zahl zu ersetzen und das dann dafür gepriesen wird, dass es sich für den Klimaschutz engagiere, im Angesicht der Tatsache, wie hoch die Unsicherheiten sind, ein solches Gericht macht sich zu einer Lachnummer für die gesamte Juristerei. Aus diesen Gründen, aber auch noch aus weiter zurückliegenden Gründen, wurde in Berlin eine Kunstaktion gestartet. In Berlin wurde ein Grabmal für den Artikel 20 des Grundgesetzes verfasst. Artikel 20 kennt ihr sicherlich alle. Dort steht auch unter anderem der Widerstand des Volkes drin, wenn jemand sich daran macht, die verfassungsgemäße Ordnung dieser Bundesrepublik zu beseitigen. Aber es stehen auch andere Punkte drin. Und eine Neufassung, so wie der Artikel 20 gerade gelebt wird, wurde in Berlin in Stein gemeißelt und befand sich nun über 6 Wochen auf dem Fußweg hierher nach Karlsruhe, um hier angemessen... um hier angemessen vor dem Bundesverfassungsgericht präsentiert zu werden. Die Einladung auf ein gemeinsames Abendessen hat Herr Habert leider abgelehnt. Aber die Menschen, die den Stein hierher gebracht haben, sind mittlerweile hier. Und ich bitte um großen Applaus für Ralf Böß und seine Begleiter. Das allererste, was ich tun möchte, wenn ich hier bin, ist, den Mitwandernden zu danken für eine unglaubliche Tour mit unglaublichen Erlebnissen und einem unglaublichen Zusammenhalt in größten Schwierigkeiten und in größten Glückserlebnissen. Und dann möchte ich euch danken für den Empfang. Das ist geil. Wir hatten nicht erwartet, am Bundesverfassungsgericht direkt zu sein, aber die derzeitigen
kurzfristig sich ergeben habenden Ereignisse machen das halt doch für richtig, dass wir hier sind. Ich würde gerne, damit man ein Bild hat, wie das Bundesverfassungsgericht zurzeit arbeitet und wie es früher mal gearbeitet hat, kurz aus meinen eigenen Erlebnissen berichten. Ich habe dafür gesorgt, dass in Hartz IV die Sanktionen gefallen sind, also diese unmäßigen Bestrafungen. Und da war der Prozess so, das kann man sich gar nicht vorstellen, als wir unsere Sache endlich im Bundesverfassungsgericht hatten, unsere Klage über einen Richter, eine Richtervorlage war das, da hat das Bundesverfassungsgericht 40 Institutionen angeschrieben, dass sie Stellungnahmen abgeben oder Gutachten. Und zwar Institutionen in jeder Richtung, also sowohl von der Regierung wie bis hin kleine Sozialverbände. Und von diesen 40 Angeschriebenen haben 20 reagiert und von den 20 haben 17 gesagt, die Sanktionen sind verfassungswidrig und menschenrechtswidrig. Das war eine interessante Geschichte. Das war im Vorfeld, das war im Januar 2019. Und dann im November 2019 gab es eine öffentliche Verhandlung zum Thema. Und da waren alle eingeladen und jeder hatte volles Mitspracherecht. Und diese öffentliche Verhandlung war auf 2 Tage angesetzt, aber sie wurde nach einem Tag schon beendet, weil die Regierung zu ihrer Verteidigung überhaupt nichts vorzubringen hatte. Und es war wirklich interessant, die durften alle mitreden und es war ein Prozess, der war unglaublich. Ich habe nie für möglich gehalten, dass das Bundesverfassungsgericht so gnadenlos mit der Regierung umgeht. Also die Regierung ist hier 9 Stunden lang abgeschossen worden. Bei jeder Frage hatte man das Gefühl, ein Richter nimmt sich hinten einen Pfeil und schießt den Vertretern der Regierung dahin, wo man es gar nicht mag. Also es war unglaublich, diese Verhandlung. Mein Mund stand die ganze Zeit offen und mein Atem ist mir stehen geblieben. Und dann kam später das Urteil und das Urteil hat gesagt, die Sache ist verfassungswidrig. Also das war unglaublich, das zu erleben. Und das war für mich so, dass ich dachte, ich habe sehr viel im Vorfeld Probleme, also ich habe ja mit dem ganzen Sozialsystem da ziemlich gekämpft, um überhaupt zum Bundesverfassungsgericht zu kommen, hatte das Vertrauen völlig verloren. Und dann habe ich gedacht, wenn es so geht, ist es immer noch in Ordnung. So. Jetzt war die Bundesnotbremse von 2021 vom Sommer. Da wurde entschieden, ob die Maßnahmen 2021 angemessen war oder nicht. Das war was total Interessantes. Dann kommt sowas rein, natürlich mit Gutachten. Das Bundesverfassungsgericht hat keinen einzigen Gutachter der Gegenpartei eingeladen. Es gab also weder nicht mal angefragt. Punkt 1. Dann gab es keine öffentliche Verhandlung. Stattdessen gab es ein gemeinsames Abendessen mit der Regierung. Und dann wurde das Urteil geschrieben, ausschließlich mit Bezugnahme auf die Gutachter der Regierung und der Regierung selbst. Das ist nicht, ich will mal sagen, Kontrolle der Regierung, das ist eine Fortführung der Regierungspolitik im Bundesverfassungsgericht. Das ist Unrecht, ganz einfach. Das war einer der Punkte für uns zu sagen, wir müssen jetzt los und zum Bundesverfassungsgericht gehen. Wir haben hier dieses Grabmal des Grundgesetzes. Dieses Grabmal ist aber nicht beschrieben mit dem Artikel 20. Ich möchte das für diejenigen, die das nicht kennen, doch deutlich klarlegen, weil wir würden nie das Grundgesetz wirklich beerdigen. Das darf das Bundesverfassungsgericht. Wir machen es nicht. Was da drauf steht, ist was anderes. Auf dem echten Artikel 20 steht, die Bundesrepublik ist ein sozialer und demokratischer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt.
Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und das heißt vor allen Dingen an den Schutz der Menschenwürde und an die demokratische Grundordnung. So, und der letzte Satz im echten Artikel 20 heißt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung steht der letzte Satz da. Wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das heißt, man soll es mit dem Recht auf Widerstand nicht zu einfach sich nehmen. Also da muss man wirklich genau hinschauen, so, weil man zieht immer die Arschkarte. So, ich möchte sagen, was da drauf steht. Da drauf steht, die Bundesrepublik ist eine wirtschaftsgesteuerte, marktkonforme Demokratie. Der Satz ist von Frau Merkel. Der nächste Satz heißt, alle Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus. Sie wird mit uneinsehbaren Geheimverträgen in abgeschlossenen Hinterzimmern durchgeführt. Die Gesetzgebung ist an die Vorteile der Wirtschaft gebunden. Und gegen jeden, der es unternimmt, gegen diese Ordnung Widerstand zu leisten, wird mit allen Mitteln vorgegangen. Dieses Grabmal haben wir bereits am Bundestag unter den Augen der Polizei direkt in den Boden eingelassen als Grabmal des Grundgesetzes. Als die Polizei es dann entdeckt hatte, hat sie es rausgerissen und dann war da ein Loch und hat uns nicht Bescheid gesagt. Normalerweise, wenn einem was weggenommen wird, also ein falsch geparktes Auto oder sowas, kriegt man eine Notiz und dann steht da drauf, holen Sie es wieder ab oder Sie zahlen Strafe oder irgendwie, wir haben es jedenfalls, haben sie nicht gemacht. Daraufhin haben wir völlig blauäugig an die Polizei eine Diebstahlsanzeige geschrieben. Irgendjemand hat uns das Ding geklaut, wir wissen nicht wer. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Ermittlung des Täters, war der letzte Satz. Daraufhin habe ich eine Anzeige bekommen von der Polizei für Staatsschutz und Terrorismus. Dann hat die Staatsanwaltschaft uns angeschrieben und hat gesagt, wir sollten uns doch bitte zu dem Vorfall mal selber äußern. Das haben wir nicht getan. Dann hat die Staatsanwaltschaft später geschrieben, sie würde den Fall jetzt niederlegen, gehe aber davon aus, dass sie am Rückerhalt der Platte nicht interessiert seien. Dann habe ich geschrieben, wir sind sehr am Rückerhalt der Platte interessiert. Sie ist Teil eines großen, umfassenden Kunstwerkes. Wer unsere Aktionen kennt, weiß weitere Dinge. Und sind sicher, dass sie als das erste Grabmal des Grundgesetzes ins Deutsche Historische Museum kommt. Darauf hat die Staatsanwaltschaft die Polizei angewiesen, uns das Ding sofort wieder rauszugeben. Wir sind jetzt mit diesem Grabmal hier am Bundesverfassungsgericht, weil wir erleben, dass es schwierig ist, was dort passiert. Das ist aus vielerlei Hinsicht schwierig. Ich muss das ein bisschen relativierend sagen. Unter dem Druck der Ereignisse, ich weiß nicht, ob ich fähig wäre, mit solchen Fragen umzugehen. Unter dem hohen Druck, ich muss das ganz vorsichtig sagen. Es muss nicht nur böser Wille sein. Bei Hartz IV hat es 15 Jahre gedauert, bis die Sache im Bundesverfassungsgericht war. Hier soll es ja ein bisschen schneller gehen, sollen die Dinge etwas schneller gehen. Und es kann sein, dass die Fehlentscheidungen später zurückgenommen werden. Ich sage das ganz vorsichtig,
weil die Sache ist, ich will nicht Hass fördern an einer Stelle, wo auch Überforderung sein kann. Deswegen sage ich das ganz vorsichtig. Aber es stimmt, dass das Bundesverfassungsgericht an einem Abgrund ist. Und Heribert Sprantl, der große Schreiber und Vertreter des Grundgesetzes gewissermaßen in der FAZ, hat gesagt, es könnte sein, dass sich durch die Entscheidungen über die Bundesnotbremse ein Umschwung im Denken des Bundesverfassungsgerichtes ankündigt, der außerordentlich schwierig ist. Er hat ja gesagt, dass er das empörend fände, das Urteil in keiner Weise zu akzeptieren. Das muss man einfach auch mit im Herzen bewegen, bevor man jemanden ganz verteufelt, so ungefähr. Ja, so, das wollte ich dann noch dazu sagen. Wir haben uns gedacht, wie geben wir das hier ab? Am besten wäre natürlich die Posteinwurf einschreiben durchs Fenster. So, das wäre natürlich das Allerbeste und Allersicherste. Aber wir haben einen anderen Weg gewählt. Wir haben das Bundesverfassungsgericht zum Abendessen eingeladen. Das Argument war, als das Bundesverfassungsgericht von Frau Merkel zum Abendessen eingeladen wurde und deswegen für befangen erklärt worden ist aus vielen Gruppen heraus, dann haben die geantwortet, es sei ein Zeichen des Interorganrespektes, dass man miteinander diskutiert und sich trifft. Also Interorganrespektes der höchsten Organe des Grundgesetzes. Wir haben geschrieben, es wäre gut, wenn sich die obersten Organe der verfassten Gewalt gut verstehen. Es wäre besser, sie würden sich auch mit der verfassungsgebenden Gewalt verstehen. Das ist nebenbei das Volk. Und haben sie deswegen zum Abendessen eingeladen. Und haben auch Vorschläge für Impulsvorträge gemacht. Dort sind auch Impulsvorträge gehalten worden. Hier werden jetzt ja auch wieder Vorträge gehalten. Und diese Impulsvorträge hatten den Tenor angesichts der ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, weil es ein bisschen kompliziert ist. Angesichts des Druckes, der von oben kommt, von diesen ganzen supranationalen und internationalen und nicht regierungsmäßigen, also rein wirtschaftlichen Organisationen, des totalitären Druckes, der von oben kommt, ob die Bundesrepublik da überleben kann und wie das Grundgesetz angesichts dieses Druckes geschützt, gesichert und vertieft werden kann. Das war die Frage, die ich gerne mit Ihnen gemeinsam betrachtet hätte. So, und das ist abgelehnt worden. Mit der Begründung, es gäbe, leider könne da nicht stattgegeben werden. Wir machen morgen, ist der Geburtstag des Grundgesetzes, der 73. Geburtstag, morgen ist der 23.05. Abends um 19 Uhr machen wir hier eine Veranstaltung zum Thema. Mit einem Abendessen ohne die Richter, aber ein sehr sprechendes Abendessen. Das wird ein weiteres Kunstprojekt. Ihr seid alle herzlich eingeladen, dabei zu sein. Danke sehr für die Aufmerksamkeit und dass wir hier sein dürfen. Und lasst euch die Laune nicht nehmen. Ich kann das nur sagen. In dieser Zeit, wir sind sehr vielen Menschen begegnet auf dem Weg. Wir haben ja erst den Weg geplant und dann geguckt, wo wir unterkommen. Andersrum geht es ja nicht. Sonst machst du Zickzackkurven und bist 10 Jahre unterwegs. Also so. Und das war natürlich ein großes Risiko, ob wir und wie wir und wo wir unterkommen. Ich darf sagen, dass sehr viele Menschen sehr viele Zweifel inzwischen an allem haben. Und das noch Besondere ist, dass viele Leute in völlig neue Lebenssituationen getrieben werden in dieser Zeit. Und ich will mal sagen, das Negative daran ist, dass man zunächst das mit großem Leid durchzumachen hat. Das Positive ist daran, dass man plötzlich auf eigenen Beinen steht. Und das sollte man nicht unterschätzen in all dem, was hier passiert. Wir haben unglaubliche Solidarität.
hoffe, dass euch das allen irgendwie gelingt. Das ist in jedem Fall schwierig. Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, ist man unglaublich erpressbar. Ich hoffe, dass euch das allen gelingt und dass es Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig zu helfen, wenn es brennt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Dann vielen Dank, dass ihr alle hergekommen seid, um diese Wanderer nach ihrer langen Reise zu Fuß von Berlin nach Karlsruhe willkommen zu heißen. Ich hoffe, ihr kommt morgen alle gegen 19 Uhr, 18.30 Uhr, zur Kunstaktion. Und wir würden uns auch freuen, euch mal in Heidelberg jeden Mittwoch 18 Uhr zum Solidaritätsspaziergang auf der Schwanenteichanlage zu begrüßen. Die Rede wird's auch im Internet geben, auf YouTube, Offene Gesellschaft Kurpfalz, auf offguest.de auch. Und schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Und es gibt sogar eine Zugabe, ohne dass ihr fragt. Ist das nicht toll? Morgen Abend etablieren wir hier ein Kunstprojekt oder eine künstlerische Aktion. Ich würde sagen, die ist ergreifend und ziemlich frech. So, das ist das eine, also beides. Wer dabei ist, ist schön. Wir wollen aber, dass das auch für die Bundesverfassungsrichter sichtbar wird und haben gesagt, wir würden gerne hier mehrere Tage stehen, damit die Sache auch erlebbar werden kann, auch für alle anderen so und nicht nur für die, die abends zufällig Zeit haben. Aus diesem Grunde sind wir länger hier. Wenn irgendjemand Lust hat, irgendwie ein paar Stunden in der Nacht oder sowas zu verbringen, hier so ein Ding zu bewachen oder eine Veranstaltung aufrechtzuerhalten, man braucht ja nur zwei Leute, die da sind, einfach Bescheid sagen, dass wir das mit einplanen können. Ja, sonst müssen wir da die ganze Zeit alleine stehen oder alleine sitzen oder wie immer, so dass man Gespräche haben kann untereinander und so weiter. Und das würde ich jetzt auch sagen. Wir sind ja jetzt hier. Die Veranstaltung ist nur insofern aufgehoben, als es hier Vorträge gehalten werden. Aber miteinander sprechen können wir jederzeit und freuen uns darüber. Ja? Das war eine Zugabe, die er gefordert hat. Also man kann uns im Internet erreichen auf der Webseite unsere-verfassung.de unter dem Link oder Aktuelles. Also unsere Verfassung, nicht deren, sondern unsere Verfassung. Ist das deutlich? Und da in diese Richtung, jetzt mache ich noch eine kleine Zugabe von mir aus, wird die Aktion auch weitergehen. Ja, wir machen nicht nur Kritik hierher, sondern wir werden weitergehen zum Chiemsee. Leider nicht zum Baden. Sondern so, dass wir am 9.11. diesen Jahres dort sind. Das ist der 33. Mauerfall. Und wir werden von hier aus gehen. Und wir werden eine Schale mitnehmen. Und auf der Schale steht auf der einen Seite Artikel 1. Und auf der anderen Seite steht Artikel 20. Die Schale ist teilbar. In der Schale ist Erde. Und in der Erde ist ein Eschenkeim. Dieses Ding bleibt hier. Also das nehmen wir nicht mit. Ist das deutlich? Eine Schale, Artikel 1, Artikel 20, Erde und ein Eschenkeim. Kein Eichenkeim. Die Eiche ist der Baum der Deutschen, ist der Volksbaum der Deutschen. Heute sind alle Probleme Weltprobleme. Die Esche ist der Weltenbaum.
Wir werden mit diesem Eschenkeim zum Chiemsee gehen, weil im Chiemsee sind zwei Inseln. Das eine ist die Herreninsel. Auf der Herreninsel sind Schlösser, da ist das Grundgesetz geschrieben worden. Und auf der anderen Seite ist die Fraueninsel. Da ist ein Kloster und etliche Privatmenschen wohnen da. Das ist wie ein Dorf. Wir werden diesen Eschenkeim auf die Fraueninsel bringen, nicht auf die Herreninsel, weil wir möchten eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen anstoßen. Das sieht man auf der Webseite unsereverfassung.de. Eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen ist ein Geburtsimpuls. Deswegen gehört ja auch die Fraueninsel. Und dann werden wir diese Schale mit dem Eschenkeim zusammen eingraben. Da ist eine Vorrichtung, dass man es leicht teilen kann, sodass die Schale mit den Eschenwurzeln durchwachsen und überwachsen werden kann, sodass die Artikel 1 und Artikel 20 wie die Keimblätter dieses entstehenden Eschenbaumes unten im Wurzelwerk sind und die Esche dadurch selbst zum Kunstwerk wird. Mit dieser Aktion verbunden ist eine Volksabstimmung über unsere Verfassung. Also im Moment geht es darum, Macron hat ausgerufen, dass er einen Verfassungskonvent von der EU her einberufen möchte. Das sind Verfassungsbestrebungen von Seiten der Eliten. Da wird unglaublich viel gemacht, damit wir unsere Selbstbestimmung abgeben werden. Wir machen eine Volksabstimmung von unten über die Verfassung. Diese Volksabstimmung hat drei große Entscheidungen. Die erste heißt, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Das unterscheidet von verfassungsgebenden Versammlungen, die in der letzten Zeit überall ausgerufen worden sind. Eine verfassungsgebende Versammlung will eine neue Verfassung haben und wird dann von Seiten der Herrschenden als grundgesetzfeindlich angesehen, weil die ja was Neues haben wollen und nicht das Grundgesetz. Wir erheben das Grundgesetz selbst zur Verfassung nach Artikel 146 und der heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Wir erheben das Grundgesetz mit allen seinen Schwächen und inzwischen großen Zerstörungen, die auch da drin stattgefunden haben zur Verfassung. Dadurch sind wir von Seiten der Macht unangreifbar, weil wir sagen, wir erheben euren Scheiß zur Verfassung. Dann sind wir weder rechts noch links noch irgendwas, sondern wir machen das, was ihr gemacht habt, richtig. Das ist aber nur der erste Teil. Der zweite Teil ist, die zweite Entscheidung, die drin steht, heißt, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Volksabstimmung vollumfänglich heißt, plötzlich stehen alle Fragen offen, die von uns völlig ferngehalten werden. Was macht unser Militär am Hindukusch? Eine Frage, die über 20 Jahre offen gestanden hat. Wollen wir die Speerspitze gegen Russland sein? Wie stellen wir uns die EU vor? Eine ganz wichtige Frage. Was ist mit Rammstein? Wollen wir das haben? Wie stellen wir uns unser Verhältnis zur NATO vor? Solche Fragen stehen plötzlich offen, durch Volksabstimmung entschieden werden zu können und liegen nicht mehr einseitig in den Händen unseres politischen Personals. Und dann kommt die wichtigste aller Fragen. Oben hieß es, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Dann stand da, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und jetzt die dritte Entscheidung, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung das Volk zu bestimmen hat.
Damit sind wir selbst der Souverän, ist das Volk der Souverän über seine eigenen Grundlagen und nicht irgendwelche angemaßten Eliten. Entschuldigung. Ist das deutlich? Wenn diese Abstimmung genügend Menschen hat, und das ist das einzige Problem in der gesamten Geschichte, weil wir brauchen mindestens die Hälfte aller Wähler. Da ist jeder von uns gefordert. Wenn sie genügend Stimmen hat, wird Folgendes geschehen. Wir berufen dann eine verfassungsklärende Versammlung ein. Nicht eine verfassungsgebende, sondern wir haben das Grundgesetz zur Verfassung erhoben. Aber dieses Grundgesetz gehört geklärt. Damit mindestens der Hälfte aller Wähler stimmen, wir der Souverän sind, der über das Jetzt Kommende entscheiden kann, machen wir Folgendes. Diese verfassungsklärende Versammlung findet auf Herrenchiemsee in den Schlössern statt. An dem Ort, an dem das Grundgesetz geschrieben worden ist. Und damit nicht Lobbyisten in diese verfassungsklärende Versammlung kommen, werden einfach Bürger ausgelost, dorthin zu gehen. Einfach irgendwie ausgelost, sodass die Lobbyisten und Politiker einfach draußen stehen bleiben. In diese Gruppe ausgeloster Menschen, die sehr groß sein wird, aber die Schlösser dort sind riesig, das ist kein Problem, die werden eingeteilt in 11 Gruppen. Das Grundgesetz hat 11 Kapitel. Jede dieser Gruppen bekommt den Auftrag, eines dieser Kapitel zu klären. Im Sinne von Artikel 1 und Artikel 20, das heißt im Sinne, ob in diesen Entscheidungen, die da geschrieben worden sind im Grundgesetz, wirklich die Würde des Menschen im Zentrum steht oder ob darin es demokratisch, rechtsstaatlich und sozialstaatliche Prinzipien zugrunde liegen oder nicht. Das ist die Klärungsaufgabe. Die Gruppen bekommen innen eine saubere Moderation und von außen bekommen sie die Expertise und die Fragen. Unter Umständen auch, wie die Dinge verbessert werden können. Ganz wichtig. Ich möchte einfach ein paar Beispiele nennen, damit man weiß, was das heißt. Im 11. Kapitel werden zum Beispiel die Besatzungsrechte umrissen. Dann kann man sich mal fragen, ob man das noch so haben will. Das wird aber nicht in Form einer Abstimmung von mir oder von Einzelnen sein, sondern von der Gruppe, die das dann erarbeitet. Ist das deutlich? Im 9. Kapitel ist die fehlende Gewaltenteilung zwischen Politik und Recht zu sehen. Da ist zum Beispiel drin, dass die Staatsanwälte weisungsgebunden sind und wie die Richter ihre Karriere machen. Da ist ja die ganze politische Bevormundung vorgesehen, die in anderen Ländern gar nicht sein darf. So, diese Sachen, die kann man klären. Im 1. Kapitel sind die Grundrechte, die müssen geklärt werden. Vor allen Dingen das Wichtigste bei der Klärung der Grundrechte ist, ob da drinnen stehen darf, sie dürfen durch Gesetz außer Kraft gesetzt werden. Das sind wichtige Fragen, die dort auch tatsächlich, ich will mal sagen, bearbeitet werden müssen, mit Kompetenz und allem drum und dran. Wenn das durchgearbeitet ist, wird das dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Da das volle Volksabstimmungsgesetz über bundesweite Angelegenheiten auch da ist, das wird mit
abgestimmt. Kann man auch, wenn einem dann daran etwas nicht gefällt, sofort Volksabstimmungen machen über Einzelgesetze? Nur damit man das weiß, sodass wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben, die volle Souveränität haben, Volksabstimmung haben und das Grundgesetz im Sinne seiner eigenen Ideale, die Menschenwürde ins Zentrum zu stellen und demokratische, sozialstaatliche und rechtsstaatliche Strukturen vollständig zu etablieren, durcharbeiten. So ist das. Und dann haben wir was den Mächten, die von oben wirken, entgegengesetzt werden kann. Das Wichtigste, was wir heute machen müssen, ist zu begreifen, dass alles, was von den Eliten kommt, und das ist sehr viel vom WHO, WEF, von der EU, alles Dinge, die eigentlich das Grundgesetz weghaben wollen. Man hat ja schon versucht, Artikel 79 Absatz 3 zu löschen, der die Artikel 1 und Artikel für ewig erklärt und so weiter und so fort. Dass da etwas nicht stimmt und dass wir dem etwas entgegenzusetzen haben, sonst kriegen wir eine gouvernemental bis totalitäre Politik und sind da nur noch die Opfer. Und das ist eine Bewegung dagegen. Und ich kann noch ein Wort sagen an dieser Stelle. Es gibt Leute, die sagen, das ist ja ein nationalstaatliches Projekt. Das ist es nicht. Wenn wir in Deutschland beginnen, echt demokratisch zu denken und echt demokratisch abzustimmen, dann hat das eine Auswirkung in ganz Europa, weil überall die echt demokratischen Kräfte plötzlich Wind unter ihren Flügeln bekommen. Und dann muss sich auch die EU ändern. Die EU ist in keiner Weise eine demokratische Institution und es wird Zeit, dass sie es wird. Und das kann sie nur... Und das kann sie nur, wenn die demokratischen Kräfte bei uns erwachen. So, ich danke nochmal, unbedingt unterschreiben unter unsere Verfassung, nicht deren, unsere-verfassung.de. Ich danke herzlich. Und jetzt gibt es sicher keine Zugabe mehr.